Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, momentan liegen wir unter Hochdruckeinfluss, das heißt kalte, frostige Nächte. Dafür gibt es tagsüber dann den Sonnenschein. Ja, in Richtung nächsten Wochenende, da sickert allmählich so ein bisschen feuchtere und mildere Luft ein. Was das für unser Wochenendwetter bedeutet, schauen wir gleich drauf. Und dann werfen wir natürlich auch nochmal Blick in die nächste Woche und da stehen die Zeichen schon wieder eher auf mild, das zumindest vorerst. Nun, wir haben natürlich auch das Erdbebenkatastrophengebiet im Blick, zumindest wettermäßig. Und da gibt es allerdings auch leider keine guten Nachrichten. So sah das Wetter jetzt in der vergangenen Nacht bzw. heute früh aus. Es ist kalt, es regnet, in den Bergen fällt auch Schnee. Also zu allem Leid, zu allem Übel kommt das auch noch dazu. Ja, und wenn wir uns mal einen Trend jetzt für Aleppo einschauen, zum Beispiel da im Norden von Syrien, das Wetter wird sich insgesamt beruhigen, die Niederschläge werden nachlassen, aber die Nächte werden dann halt auch entsprechend noch kälter werden. Wir sehen hier in den nächsten Nächten gibt es hier durchaus Frost von bis zu minus 5 Grad. In höher gelegenen Lagen in den Bergen kann es sogar noch etwas kälter werden. Ja, wie schaffen wir jetzt den Übergang zu unserem Wetter? Schwierig, wir versuchen es trotzdem. Ihr habt uns wieder einige Bilder geschickt. Ich habe es gestern schon erwähnt. Das ist jetzt momentan eine Wetterlage mit durchaus ganz reizvollen Fotomotiven, Sonnenaufgängen, Nebel. Also da lässt sich was holen. Hier sehen wir so ein paar Bilder mal. Also man muss schon dann früh aufstehen, dann gibt es natürlich besonders schöne Motive, aber da ist es dann halt auch entsprechend kalt. Und auch heute Morgen starten wir, wie erwartet, frostig, gerade im Osten und Südosten, auch mit strengem Frost von unter minus 10 Grad. Dafür wird man dann aber momentan tagsüber halt mit dem Sonnenschein verwöhnt. Es gibt heute noch so ein paar Nebel- und Hochnebelfelder. Ich habe gerade noch mal geschaut, auch heute Morgen, so Thüringer Becken, Leipziger Bucht, da hält sich noch so ein größeres Hochnebelfeld, auch in Richtung Norden noch gebietsweise mal etwas Nebel oder Hochnebel. Der wird sich aber im Tagesverlauf mehr und mehr auflösen. Dann scheint einfach nur die Sonne bei wenigen Wolken. Ja, die Höchsttemperaturen dann am frühen Nachmittag oder im Nachmittagsverlauf so im leichten Plusbereich, meistens zumindest. Höchstwerte sehen wir heute und morgen dann so bei Werten zwischen minus 1 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und bis zu 5, 6 Grad Richtung Ems, Rhein und auch Mosel. Ja, schauen wir noch mal kurz auf die Nächte. Das hat sich ja auch schon jeder mitbekommen. Die sind kalt, die sind frostig. Gerade Richtung Osten und Südosten in den Regionen, wo noch Schnee liegt, kann es auch strengen Frost wieder von unter minus 10 Grad geben. So, gehen wir mal gleich weiter Richtung Donnerstag und Freitag. Und da kommt so ein bisschen allmählich ein bisschen Bewegung rein. Um dieses Hoch herum wird etwas feuchtere Luft geführt. Es kommt eine Kaltfront, eine maskierte Kaltfront von Norden her auf. Das sehen wir Richtung Freitag dann sogar einen leichten Temperaturanstieg, trotz Kaltfront. Am Donnerstag erstmal noch relativ wenig Änderung. Das heißt, im äußersten Nordwesten, da wird die Bewölkung schon zunehmen. Hier kann es auch so Richtung Nordseeküste, Schleswig-Holstein vielleicht mal so ein paar Spritzer Regen oder Nieselregen geben. Sonst allenfalls mal im Norden ein paar mittelhohe oder hohe Wolkenfelder, die dazukommen. Im Süden ändert sich nichts, die Nacht kalt. Tagsüber gibt es dann auch wieder den Sonnenschein bei wenig geänderten Temperaturen. Am Freitag breitet sich dann diese feuchtere Luft doch weiter Richtung Süden aus. Die Tendenz zu deutlich stärkerer Bewölkung, zu Nebel und Hochnebel ist deutlich größer als an den Vortagen. Wahrscheinlich noch ganz im Süden, also südliches Bayern und Baden-Württemberg. Hier hat man noch größere Chancen auf Sonnenschein. Sonst wird die Bewölkung doch ganz klar im Vergleich zu den Vortagen dominieren. Größere Niederschläge sind aber nicht zu erwarten. Ganz im Norden mal etwas Regen oder Nieselregen, vielleicht auch mal Richtung Erzgebirge ein paar Flocken, sonst bleibt es trocken. Aber wir sehen schon eine, tendenziell eine Milderung im Vergleich jetzt zum Donnerstag, vor allen Dingen in der Nordhälfte. Ja, dann blicken wir schon auf das Wochenende. Wir schauen mal auf die Wetterlage für den Freitag. Das Hoch ist da, das Hoch bleibt da. Das heißt, alles weiterhin sehr Hochdruck dominiert. Aber um dieses Hoch herum werden halt weiterhin doch eher feuchte, aber dann auch zunehmend mildere Luftmassen geführt. Und das bedeutet dann fürs Wochenende doch insgesamt doch relativ wolkenreiches Wetter. Es ist noch nicht ganz klar, ob diese feuchte Luft auch ganz bis in den äußersten Süden vorankommt. Bleiben die Nächte an den Alpen auch mal klar? Bleibt es hier kalt mit doch frostigen Nächten. Ansonsten doch viele Wolken, ab und an mal vielleicht ein paar Spritzer Regen. Allzu große Niederschlagsmengen sind es aber nicht. Und wir sehen eine tendenzielle Milderung. Frost gibt es dann wahrscheinlich kaum noch. Und auch tagsüber gerade Richtung Westen und Südwesten, also Richtung Rhein und auch
im Nordwesten des Landes dann ein deutlicher Temperaturanstieg mit bis zu 10 Grad in Richtung Südosten. Da muss man mal abwarten, wie weit sich die mildere Luft durchsetzt unter diesem Hoch. Da haben wir natürlich auch gerne dann gerade in den Niederungen im Süden auch mal so Nebel, Hochnebel und kaum Bewegung. Da könnte es auch entsprechend deutlich kälter bleiben als in den übrigen Regionen. Gehen wir dann schon mal weiter Richtung nächste Woche. Ich habe mir gerade noch mal das GFS von heute Morgen angeguckt und das schauen wir uns auch gemeinsam an. Da sind wir dann schon bei nächster Woche Mittwoch. Ja, und wir haben immer noch ein Hochdruckgebiet so über dem Mittelmeerraum, teilweise bis nach Südosteuropa. Das könnte auch weiterhin noch Einfluss auf unser Wetter haben. Eher so das Ganze dann wohl so hochdrucklastig. Tiefs. Ja, machen sich so langsam mal auf dem Atlantik bemerkbar. Vielleicht können diese dann auch mal zu uns übergreifen, vielleicht den Westen, den Norden erreichen. Das bleibt halt insgesamt noch mal abzuwarten. Was man aber schon mal so oder was sich abzeichnet ist, dass das halt keine kalte Witterung ist, sondern eher eine milde Wetterlage, gerade Richtung Spanien und Frankreich. Die könnten sogar schon so ein bisschen Frühlingsluft schnuppern, aber auch bei uns würden eher mildere Luftmassen dominieren. Und das Ganze sehen wir auch beim ECMWF, das ist jetzt das Ensemble Mittel für nächste Woche Mittwoch. Auch hier dieses Hochdruckgebiet im zentralen Mittelmeerraum, Tiefs allenfalls mal ganz im Nordeuropa, die könnten halt den Norden mal beeinflussen. Große Niederschlagsmengen werden von allen Wettermodellen nicht angedeutet, weil halt wahrscheinlich der Hochdruckeinfluss dominieren würde. Und auch diese Wetterlage nach dem ECMWF wäre jetzt nichts für richtiges Winterwetter. Und das sehen wir auch, wenn wir uns dann nochmal eine Ensemble Vorhersage jetzt einfach mal für Frankfurt am Main anschauen, liegt mittendrin, vielleicht ganz exemplarisch für weite Teile des Landes, jetzt so von Montag bis Ende der Woche. Da sehen wir für diesen Zeitraum schon relativ einheitlich so Temperaturen im deutlichen Plusbereich, teilweise bis an die 10 Grad, auch mal in der nächsten Woche in den Niederungen durchaus möglich. Nachts wird schon knapp mit Frost, könnte natürlich unter einem möglichen Hoch, wenn es mal klar ist, dann für Temperaturen unter 0 Grad reichen, aber wir sehen schon, das ist kein Winterwetter und das ist halt auch deutlich zu mild für die Jahreszeit für Mitte Februar dann. Am Ende nochmal hier ein Blick drauf. Ihr kennt diese Karte schon von Fabians Videos. Was das bedeutet, Polarwirbel, Major Warming sind die Stichworte. Da seid mal gespannt. Da wird Fabian sich morgen das Ganze ganz genau anschauen, was sich da vielleicht noch tun könnte in Richtung Ende Februar, Anfang März mit Auswirkungen einer möglichen zonalen Windumkehr mit einem Polarwirbel, der sich wahrscheinlich deutlich abschwächen wird bzw. umkehren könnte. Das bleibt spannend, da ist deutlich mehr drin an Spannung als beim Wetter momentan. Das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.